Ich habe da nämlich noch was zu erledigen. Hallo, das hier ist das Gefängnis. Da waren wir drin, voll doof und so. Das ist die Bastion. Ah ja, wir sind doch richtig. Hallo. Ärger? Nee, deine Mutter. Geht weiter. Ja, okay. Ach so, da darf ich gar nicht rein, oder was? Warum darf ich nicht ins Gefängnis? Jetzt hör mal zu, das ist voll unfair. Ärger? Nö, ich will einen Gefangenen besuchen. Sicherlich, ich schließe die Tür für euch auf. Natürlich Danke. Muss ich mit euch hineingehen. Oh, Manu. Musst du das? Können wir da keine andere Regelung finden? Anscheinend nicht. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum laufe ich zurück zu meiner Zelle? Das ist ganz einfach. Ich möchte jemandem was sagen. Das ist gar nicht meine Zelle. Hallo? Wieso ist denn die Zelle hier offen? Nein! Uah. Alter! Kerkermeister, mach mir keine Angst, Mann. Ich habe was keine Zeit für euch. Ich wünschte den Mord an einer Person. Na und? Ich betete zur Mutter der Nacht. Was soll's? Ist das etwa ein Verbrechen? Die Schweine nahmen mir sogar mein Haus weg. Ja, sie haben einfach in meine Taschen gegriffen und das Haus genommen. Hallo. Okay, ich dachte eigentlich, wir kommen hier wieder zu den Zellen, wo wir gestartet haben, das Spiel. War leider anscheinend nicht der Fall. Und dann würde ich sagen, wir sagen mal auf Wiedersehen. Und das hier ist die Kaiserstadt, meine Freunde. Ich höre euch zu, Bürger. Ja, dann hör mal zu. Das hier ist nämlich die Kaiserstadt und wir haben einen Auftrag. Super Wetter gerade, ne? Nein, meine Ketten werden rostig. Warum laufe ich in einer Kettenrüstung rum? Kaiserstadt Marktbezirk. Kann man da auch Regenschirme kaufen? Ich war mit einer Klassenfahrt mal nach Rom. Und immer wenn es dort geregnet hat, wie schön euch zu sehen, haben sich die Straßen auf der Stelle gefüllt mit mindestens 500 Leuten, die Regenschirme verkauft haben. So geldgeil das auch sein mag, es war ein freundlicher Service. Aber das war echt so. Du musstest dich verstecken vor diesen Typen. Die sind dauernd auf dich zugerannt. Wollen Regenschirme kaufen? Nein, natürlich nicht so, aber haben dauernd Regenschirme angeboten. Sobald es geregnet hat. Wie die Regenwürmer sind die aus ihren Verstecken gekreucht. Ja, das Arenaviertel, da möchten wir gar nicht hin. Seid nicht der Letzte, der heute den Rappenkurier liest. Was ist los? Keine Ahnung. Seid nicht der Letzte, der heute den Rappenkurier liest. Und das war's dann auch schon. Eine faire Chance. Ja, wir verkaufen hier mal ein bisschen von unserem Zeug. Langsam wird's inventarvoll. Willkommen Hallo. Im Eine faire Chance. Ich bin Rossan, die Inhaberin. Ich verkaufe die besten Schwerter der Stadt. Und ich bilde fortgeschrittene Waffenschmiede aus. Das ist wunderschön, denn ich möchte gerne ein paar Reparaturen. Ich bin recht praktisch begabt. Ja. Warum habe ich denn jetzt eigentlich die Axt? Reparier alles. Es ist egal. So, dann ich wollen habe wir die mal besten Waren zu den kleinsten Scheißen in Cyrodiil. Ein guter Preis für einen guten Kunden. Ein guter Preis für einen guten Scheiß. Ein guter Preis für einen guten Scheiß. Ja, der Goblin-Schamanen-Stab kann das eigentlich Das ist ein weg. Echtes Scheiß-Schnäppchen. Ja, so sieht's aus. Stahlpfeile können auch weg. Ich benutze meinen Bogen ja gar nicht zum Kampf. Cool, das ganze Zeug hier können wir auch verkaufen. Ja, man könnte drüber nachdenken. Das klingt nach Reis. Das klingt Ihr nach seid einem guten Preis für guten Scheiß. Wieso habe ich Knochen dabei? Wieso trage ich die ganze Zeit Knochen? Das erinnert mich ein bisschen an Skyrim, wo ich die ganze Zeit mit ganzen Mammuts rumgelaufen bin. Also zumindest ihren Knochen. Du bist aber schwer. Nee, ich hab nur dicke Knochen. Hier, das von einem Mammut. Ich weiß eure Kundschaft immer zu scheißen. Ja, komm. Wir verkaufen nur vom Scheiß. Was darf ich euch anscheißen? Ich will mal gucken, was du so hast. Hast du irgendwas, was sich lohnen würde? Nichts, was ich mir leisten kann. Ja, guter Scheiß zu gutem Preis.
Reparaturhämmer kaufen ist schon dämlich. Tschüss. Schönen Scheißtag. Ja. Wir wollen jetzt eigentlich zum Elfenbezirk und wollen dort Baurus treffen. Die Beute nähert sich. Eine Münze für einen Versehrten? Nein. Eigentlich habe ich... Ja, genau. Sag mal, wo ist der Hafenbezirk? Hafenbezirk? Du bist nicht weg, oder? Nein, hier unten im Süden ist das Hafenviertel. Dort werden wir jetzt hingehen und wir sind nämlich total erschöpft. Und deshalb wollen wir da erstmal rasten, bevor wir Baurus treffen. Gut, ich kann es jetzt schon ankündigen in der nächsten Folge. Das wird wahrscheinlich das beste Video bisher. Ja, da wird so viel passieren, wenn ich Glück habe. Wenn ich Pech habe, wird ein bisschen weniger passieren. Aber trotzdem ist was ziemlich Cooles. Nämlich eine meiner Lieblingsquests. Während sich meine Akrobatikfertigkeit stetig verbessert. Ich kann nun noch höher sinnlos herumhüpfen. Hallo. Denk daran, dass unbefugtes Betreten von Räumen im Kaiserpalast als schweres Verbrechen gilt. Ja. Wir gehen jetzt mal zum Kaiserpalast. Ihr erinnert euch an den Ältestenrat. Der große Ältestenrat, der vorübergehend die Geschäfte im Kaiserreich übernommen hat. Alle Bürger sind im Kaiserpalast herzlich willkommen. Zumindest in den ersten beiden Stockwerken. Ja, der große Ältestenrat. Der jetzt eigentlich gefüllt sein sollte mit interessanten Charakteren. Alle Bürger sind im Kaiserpalast herzlich willkommen. Zumindest in den ersten beiden Stockwerken. Denk daran, dass unbefugtes Betreten von Räumen im Kaiserpalast als schweres Verbrechen gilt. Bleibt im Erdgeschoss. Ich will eigentlich zu diesem Raum des Ältestenrats. Wir laufen hier übrigens im Kaiserpalast herum. Bitte respektiert den Kaiserpalast und sprecht leise. Wir laufen hier übrigens im Kaiserpalast herum. Denk daran, dass unbefugt... Und sind wir ja draußen. Denk daran, dass unbefugt... Könnt ihr nicht mal die Klappe halten? Ich bin total verwirrt. Ich will zu diesem Raum mit dem Ältestenrat. Zu diesem heiligen Raum. Wo der so voll cool ist und so. Oder es zumindest sein sollte. Aber wo ist der? Marco weiß nicht, wo er hin soll. Marco weiß nicht, ob er ein Stein oder ein Pilz ist. Er weiß nur, dass seine Zuschauer ihn gleich mit Steinen bewerfen, wenn er nicht dorthin kommt, wo er eigentlich hin will. Ja, wir umrunden jetzt gerade den Kaiserpalast, ohne Grund. Hallo? Ich bin Marco. Alle Besucher des Kaiserpalasts werden gebeten, leise zu sprechen, insbesondere dann, wenn der Rat... Ja, das ist wunderschön, dass sie darum gebeten werden. Vielleicht wäre das mit dem Leisesprechen ja noch effektiver, wenn du die Klappe halten könntest. Weil der Einzige, der hier rumbrüllt, sind gerade die Wachen. Der Einzige. Naja, okay. Ich dachte eigentlich, man könnte hier rein. Kann man wohl doch nicht, habe ich falsch in Erinnerung. Lol, voll noobig. Und dann gehen wir auch wieder raus. Wir wollten nach Süden, genau. Wir wollten nach Süden zu einer Taverne. Zu einer ziemlich coolen Taverne. Hallo, Friedhof. Ich kenne da so eine Frau Lalo, die wäre total happy, dich zu sehen. Tümpelbezirk. Ja, so kann man tatsächlich sehen. Wir rennen hier gerade durch den Tempelbezirk. Und ein paar Meter drunter ist auch schon der Tümpelbezirk. Nein, das hier ist der Tümpelbezirk. Die Pflanzen hier möchten wir aber trotzdem mitholen. Weil das sind voll die heiligen Lotussamen. Ich glaube, daraus kann man Gift machen. Und ein paar Pilzleins. Yay. So, es reicht. Weiter nach Süden. Graufuchs gesucht. Er ist mir vollkommen egal. Hörst du? Baumgarten? Der ist aber... Ja, und wie komme ich jetzt zum Hafen? Die Kaiserstadt ist ziemlich groß. Und ein kleines bisschen verwirrend, wie ich persönlich finde. Ist aber tatsächlich die größte Stadt bisher in Elder Scrolls. Also bei den neueren Teilen zumindest. Verzeiht, ich störe nur ungern, aber man schickt mich, um euch um Hilfe zu bitten. Was? Wer bist du? Wo habe ich nur meine Manieren gelassen?
Ich bin Ralsa Norvalo. Mein Ehemann Gilen hat mich gebeten, euch zu suchen und um Unterstützung zu bitten. Okay, die Wahrheit ist, ich habe keine Ahnung, wer sie ist und was sie uns anzubieten hat, aber okay. Wir machen es einfach mal. Ich würde sonst nie an einen Fremden herantreten, aber es schien Gilen so dringlich. Bitte verzeiht mir meine Dreistigkeit. Das nächste Mal, wenn dein Gesicht mitten in meinem Auge auftaucht, sei bitte ein bisschen hübscher. Es ist in Ordnung, Ralsa, fahrt fort. Also wirklich, setz dich in ein Auto und fahr fort. Ganz weit weg. Hab Dank. Gilen übertreibt gerne, aber in diesem Fall klang er sehr ernst, was mir etwas Sorge bereitet. Er sagte, die Angelegenheit, in der er Hilfe bräuchte, sei von äußerster Dringlichkeit für die Bewohner der Kaiserstadt. Ihr sollt ihn bei Seridurs Haus treffen, das sich im Tempelbezirk befindet. Er sagte, alles Weitere erführet ihr dort. Mehr soll ich euch nicht bestellen. Ich gehe ja schon. Hab Dank. Er wird sich gewiss freuen. Ich muss jetzt gehen. Gehabt euch wohl. Warum genau führst du mich eigentlich nicht einfach dahin? Aber ja, Orden des tugendhaften Blutes. Ich habe da tatsächlich was in Erinnerung, aber wirklich sehr, sehr alte Erinnerung. Also ich habe gerade so gut wie keine Ahnung, was das für eine Aufgabe sein soll, die wir jetzt erledigen. Graman. Gramangro-Gragu wohnt da. Gramangro-Gragu-Gra. Den Gilen. Das ist Gilens Haus. Wir sollen aber zu Seridur. Allerheiligen Herberge möchte ich nichts mit zu tun haben. Benötigt ihr Boten? Wir können die Quest ja auch einfach mal... Wir können den Questmarker benutzen. Da ist er. Zeig mir, wo das ist. Danke. Im Südosten. Ich habe schon bessere Zeiten gesehen. Ja, habe ich auch. Zum Glück gibt es den Rattenkurier. Der Rattenkurier wird voll von den Rappern geschrieben. Stentur Varidus, das ist nicht das Haus, das ich suche. Wo ist das Haus, das ich suche? Ich befinde mich auf der Suche nach einem Haus, werter Wachmann. Seridurs Haus. Hallo, Seridur. Ups. Voll der Punker. Es ist eine Ehre, euch endlich kennenzulernen. Als ich hörte, dass ihr in der Stadt wärt, musste ich euch einfach um Hilfe bitten. Euer Ruf eilt euch voraus. Oh, erlaubt mir, mich vorzustellen. Ich bin Seridur. Also, bisher ist alles, was ich geleistet habe, dass ich mit einem Verrückten zusammengesehen wurde und dann habe ich eine Stadt befreit, aber alle sind gestorben. Mein Ruf eilt mir voraus. Es freut mich, euch zu sehen. Ganz meinerseits. Verzeiht, ja, dass ich euch auf diese Weise von Gilens Frau holen ließ, aber es schien mir sicherer, wenn wir nicht auf der Straße gesehen werden. Nicht noch so einer. Wenn ihr mir folgen würdet? Okay, hervorragend. Passt auf, wo ihr hintretet. Ja. La 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 la. Oh nein, oh nein! Du hättest mich warnen können. Ich soll voraus. Hi. Okay, ich war gerade verwundert. Seridurs Haus, Keller. Ich habe irgendwie das Gefühl, sie wollen mich in eine Falle locken. Könnte das sein? Ich glaube, ich würde es nicht überleben, wenn es so wäre. Ja, hallo, Graukehle. Willkommen. Ihr befindet euch nun in der Zuflucht des Ordens des tugendhaften Blutes. Nur wenige von außerhalb unseres Kreises haben je unsere heiligen Hallen betreten. Wir sind, in Ermangelung eines besseren Wortes, Verteidiger. Wir verteidigen die Stadt gegen eine Seuche, die sie heimgesucht hat. Wir sind Vampirjäger. Ihr kennt gewiss diese abscheulichen Kreaturen. Sie nähren sich von unschuldigen Menschen, als wären diese Vieh. Nun, diese Gruppe wurde gegründet, um sie zu bekämpfen. Ach, wir sind nur drei alte Männer, die der Kampfstärke eines Vampires nicht gewachsen sind. Uns fehlt die Kraft, sie im Kampf zu besiegen. Okay. Was ist mit Vampiren? Oder kennst du Gerüchte? Viele Magier schwören auf Zauberstäbe von Rindir. Ja.
Viele Frauen sitzen auf Rindias Zauberstab. Was ist das mit den Vampiren? Unser Ziel ist es, die Vampire auszurotten, die unsere schöne Stadt unsicher machen. Bisher ist es uns noch nicht gelungen, einen aufzuspüren. Der Orden hat Kenntnis davon bekommen, dass der Bewohner des Tempelbezirks, Roland Jenserik, ein Vampir ist und bereits sein Opfer gefordert hat. Und hier kommt ihr ins Spiel. Ihr sollt den Vampir zur Strecke bringen und die Stadt von diesem Gräuel befreien, bevor er sich wieder an jemandem nähern oder ihn gar umbringen kann. Roland Jenserik? Neulich abends durchstreifte ich die Stadt wie so oft und suchte nach Anzeichen von Vampiren. Als ich an Rolands Haus vorbeiging, hörte ich einen Schrei. Ich eilte nach hinten in den Garten, wo Roland mit einer Frau kämpfte, der er den Hof gemacht hatte. Ich versuchte einzugreifen, aber er war zu stark. Er stieß seine Geliebte zu Boden und wandte sich mir zu. Zum Glück gelang es mir, auf die Straße zurückzulaufen und ihm zu entkommen. Ich versteckte mich eine Weile und ging dann in den Garten zurück. Roland war verschwunden und die Frau war tot. Sie hatte 2 kleine Bisswunden im Hals. Da begriff ich, dass er ein Vampir ist. Der Orden braucht euch, um ihn aufzuspüren und zu vernichten. Okay, und wo finde ich diesen Roland Jenserik? Ich würde zunächst sein Zuhause durchsuchen. Er war seit Tagen nicht dort, es müsste also ungefährlich sein. Kommt zu uns zurück, wenn ihr Fragen habt. Wir treffen uns bei Nacht. Alles klar. Weitere Infos zu ihm? Sein Haus befindet sich im Tempel. Ja, ja. Weitere Infos zu Vampiren vielleicht? Vampire sind abscheuliche Kreaturen. Sie trinken das Blut anderer, um ihr wahres Ich zu verbergen. Solch Betrügerei macht es schwierig, sie zu finden. Ihr könnt auch Gelenor Valo oder Graukehle über diese Kreaturen befragen. Sie haben viel über sie gelernt. Ja, was soll's? Wer weiß, wann Roland wieder zuschlägt. Ihr müsst euch beeilen. Alles klar, dann würde ich mal behaupten, in der nächsten Folge werden wir entgegen meinem ursprünglichen Plan... Das hier kam mir gerade wirklich dazwischen, aber was soll's. Einiges über Vampire lernen. Bis zur nächsten Folge hier im Haus der... Wie hießen sie nochmal? Hüter des... des Blutdingsbums? Keine Ahnung, hier. Blumentopf. Der Orden des Blumentopfes. Bis zur nächsten Folge. Ciao.